Mir blieb dann nur noch die traurige Aufgabe, das seiner Frau zu erzählen und den Kindern. Wat nu, Helga? Tja, Reinhold. Tja, Helga. Ja, Reinhold. Kann man eigentlich auch welche beim Vögeln erschießen? Das habe ich nicht gesagt. Aber habe ich... Schrot, Alter. Ich habe mit Schrot geschossen. Das beeindruckt die überhaupt nicht. Man sagt ja, wenn der Kauz um Mitternacht schreit, dann ist jemand gestorben. So, liebe Leute, hier ist Dr. Senseless und wir gehen heute auf Jagd. Ich bin als Naturfreund verkleidet, wie man sieht. Männlich, Variante 1. Und wir gehen ins Revier Lake District. Oh Mann. Der Leyden Lake District lockt mit seiner ungezähmten, beinahe unbesiedelten Wildnis Jäger aus aller Welt an. In dem im pazifischen Nordwesten gelegenen Gebiet dominieren neben ausgedehnten Kiefern, Lärchen und Espenwäldern felsige Berghänge und Marschland das Bild. Akribische Planung ist vonnöten, wenn man auf die Pirsch, auf Elche, Schwarzbären, Rußwelt-Wapitis, Weißwedelhirsche, Kojoten und Schwarzwedelhirsche gehen will. Genau das wollen wir tun. Geht los. Bald. Made it here in one piece. Welcome to the untamed wild. Name's Schnauze! Colton Locke, but everyone Colton calls Locke, me Junge. Doc. Mein Name I'm ist the warden Colton up here, Locke. and I know just about every nook and Doc. cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Naja. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in 100 miles. Das kann ja I've jeder been von hunting sich, here kann my ja jeder whole life. behaupten. And I still don't get tired of this place. Los geht's, Leyden Lake District, wir kommen. Go ahead, look around. There's a lot to discover around here. Not just the big game. Let's see what you can do. Try to find an animal track around here. Also, das ist ein Klacks. Die Natur und ich sind eins. Man könnte auch sagen, ich habe die Natur erfunden. So. Schwarzwedelhirsch gehend. Gekonnt. Schleichen wir durchs Unterholz. Nur der fähige Mann. Mann, da geht's lang. Kann die Spuren lesen. Ja, fragt die Indianer, von wem sie das Pferdenlesen gelernt haben. Sie werden euch. Oh, ein Tränkegebiet entdeckt. Wenn du eine Mission verfolgst, werden das aktuelle Ziel auf deinem Hunter-Mate angezeigt. Spuren können dir nützliche Informationen über ein Tier verraten, das dazu gehört, die Tierart. Alter, leck mich doch am Arsch! Das kann doch keine Sau lesen, so schnell! Black-tailed deer are one of the Schnauze! easiest animals in the reserve to hunt. Mir reicht's Still, schon! be wary of your noise and the wind direction, as your Ach, senses are quite good. ich rieche nicht. Ich bin. Oh. Da schreit sich jemand die Seele aus dem Leib. Knarre her. Dem brennen wir eine auf. Ey, das Ding hat einen Rückstoß, Alter, vom Feinsten. Es läuft! Männer, wir haben es nur weitwund geschossen. Heißt das in der Jägersprache. Ein weitwundes Tier. Aktive Spuren gehören zum Tier, dem du gerade hinterherpirschst. Inaktive Spuren gehören zu einem neuen Tier, dem du gerade nicht folgst. Leck Sounds mich like doch! Richard's gonna need a helping hand. Diese Scheißhilfe könntest du vergessen. Oh, eine Losung. Da steht es sogar. Da steht es auch Sorry, nochmal. we got this full-blown Frisch gekackt, survivalist fellow living out sozusagen. here all year round. Richard Hope. He got in a bit of trouble, it seems. I can fill you in on the details later. Du kannst deinen Scheiß für dich behalten, du Idiot.
Was interessiert mich der Hope? Ich will hier nur Getier abknallen. Ich bin ein echter Naturbursche. White-tailed deer are often slightly bigger than the black-tail, but they're quicker to flee if they sense danger. Kann der mal sein Maul halten? Ist das zu viel verlangt? Da, Geräusche. Wir birschen geschickt durchs Unterholz, Männer. Und gleich gibt's den ersten Toten zu beklagen. Schwarzwedelhirsch, Weißwedelhirsch. Hier wird alles abgeknallt, was mir vors Rohr kommt. There are times when you want to be moving fast out here, but not when on a hunt. The animals will hear you coming a mile away. Er geht mir etwas. Mann, hoch hier! Stay low when you're stalking an animal. To avoid being seen. Oh, Alter, kann der mal seine Backen halten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht er schon nach den ersten 2 Minuten tierisch auf den Sack. Oh, Schrotflinte. Schön. Fernrohr, da ist es ja. Oder Fernglas, besser gesagt. Fernglas. Ah, es zoomt. Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. If an animal hears you approaching, you better believe it'll turn tail and run. Or worse. Bei dem sein Geprappel kann man die Wildnis gar nicht genießen und sich auf die Geräusche konzentrieren. Er schreit dir immer ins Ohr, dieser Vollhunk. Ich bin in die Wildnis gekommen, um keine Menschenseele zu sehen. Ich will nur Getier abknallen. Aber was passiert? Permanentes Geprappel von diesem Hirnamputierten. Hasenkacke. Diese kleinen Hosenscheißer können mir erstmal den Buckel runterrutschen. Ich hab's erstmal auf was Großes abgesehen. Irgend sowas wie ein 24-Ender, sage ich mal. Keine Ahnung, ob es das gibt oder ob das was Gutes ist. Aber ich glaube, diesen Begriff schon mal gehört zu haben. Er kommt einfach nicht den Berg hoch. Also Leute, steil sieht anders aus, oder? Bei mir, also jetzt schafft er es, er schafft es. Komm, Alter, streng dich an. Hopp. 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 Leck mich doch am Arsch. Okay, das konnte ich mir jetzt sogar mal durchlesen. Bevor es in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. So, wir haben ein Geräusch gehört. Ich glaube, es war ein Brunftschrei. Mann! Mann! Alter. Kommst du mal diesen verkilbten Berg hoch? Ehe wir oben sind, ist das ganze Viehzeug wieder auch sonst wo. Da hinten schnalzte der gemeine Engelszungenbrüller. Er ist hinterhältig und giftig.
Wir schleichen gerade durch. Wie heißt das? Kiffzumach, genau. Kiffzumach. Aber wir schweifen ab. Wir wollten uns auf nicht auf die Fauna, sondern auf die Flora. Nee. Wir wollten uns nicht auf die Flora, sondern auf die Fauna konzentrieren. Also nicht auf die Pflanzen, sondern auf das Getier. Ganz einfach zu merken eigentlich. Floristen, Flora, Pflanzen, Blumen, Kram. Und Fauna ist dann halt das lebende Getier. Atmend, kreuchend und fleuchend. Also irgendwie ist in diesem Wald der Hund verreckt. Ach. Schnalzendes Geklapper. Diese, aus den Spuren wird auch keiner schlau. Jetzt fängt das auch noch an zu pissen. Aber das stört mich nicht. Da. Da. There. Use your binoculars to get a closer look. Woo! Dem haben wir eine mitgegeben. Voll den Headshot, Leute. Dann gehe ich mal hin. Und breche das Vieh auf. Ja, da liegt er. Ein kapitaler Fang, oder? If you want to get your bearings, weiblich. There are lookout points spread out all over the reserve. Beute aufbewahren, würde ich sagen. Aha. Okay. Verwertungsbildschirm zeigt dir genau Informationen zum verwerteten Tier, einschließlich. Es nervt. Gewehrpunktebonus, Geldbonus. Oh, 1000 Glocken. Da lacht das Weidmanns Herz. Hasenkacke. Dieses kleine Viehzeug interessiert mich nicht. Die Bohne. Interessiert mich nicht den Hasenköttel, dieses Getier. Vorerst jedenfalls. Mein Ziel ist immer noch etwas Größeres. Was ich mir an die Wand hängen kann. Aus einem Hasen kannst du nur einen Muff machen oder sowas. Einfach abziehen, wenden und schon hast du einen 1A-Handschuh. Aber wir sind nicht hierher gekommen, um Handschuhe zu basteln. Wir brauchen so viel Fell, um uns einen ganzen Anzug zu bauen. Hm? Ah. Alter, er geht mir auf den Sack mit seinem Gequatsch da unten. Du hässlicher Hund. Oh, Alter, wenn du mir an die Finger kommst, dich knall ich ab. Er ist sowas von nervig, Alter. Ich blicke hier einfach nicht durch. Hey, you're catching on quickly. Oh, ein... Was läuft dort? Schwarzkittel. Schwarzkittel links gestrickt. Wo ist meine Beute? Ich habe ihn doch voll in den Schädel geschossen. Oh.
Blut. Sehr gering. Wieso? Ja, wir haben das Tier nur verletzt. Wieder Blut. Was nicht gut ist, weil angeschossenes Getier doch sehr gefährlich werden kann. Und was ist das? Bären? Ach, doch, Schwarzbär. Not only are they unpredictable, but they also make very little sound and leave few tracks. You can sneak up on one without realizing it. Fortunately, they'll probably notice you before you them and will keep their distance. Er erzählt mir nichts Neues, dieser Lackaffe. Mr. Wichtig. Mr. Wichtig, jedes Mal hängt er sich herein wie so ein Tauchsieder. Das ist meine Jagd. Meine Jagd ist das. So, ja, jedenfalls waren wir stehen geblieben bei dem angeschossenen Getier. Damit ist nicht zu spaßen. Ruckzuck beißt dir ein angeschossenes Reh den Kopf ab und scheißt dir in den Hals. Wie ich es in Afrika erlebte. Als mein Freund Johnny, Gott sei seiner Seele gnädig, was knackt hier? Oh. Wie jetzt, was jetzt? Hallo? Ihr müsst tot umfallen. Da. Bleib stehen. Mistvieh. Irgendwie fühle ich mich verarscht. Ach so, ja, zurück zu Johnny in Afrika. Er hatte eine Gazelle angeschossen und musste diesen Fehler leider mit dem Leben bezahlen. So, was haben wir denn hier? Inventarkarte. Belmont. Jetzt brauche ich das auch nicht mehr, den Hinweis, ihr Idioten. Ich habe die Karte doch gerade aufgehabt. Man hat es ja nur mit Vollidioten zu tun, obwohl man allein sein möchte. Ja, die Gazelle hat ihm leider den Kopf abgebissen und ihm in den Hals geschissen. Das war ein sehr ruhmloses Ende von Johnny. Mir blieb dann nur noch die traurige Aufgabe, das seiner Frau zu erzählen und den Kindern. Der Kinder siebenköpfiger Schar, die alle da standen mit Tränen in ihren Knopfaugen, als ich gesagt habe, dass Papa Johnny leider aus Afrika nicht mehr zurückkommt. Nur noch in Einzelteilen höchstens. Er raschelt doch irgendwie. Oh. Hat wieder nicht getroffen, oder was? Wohin jetzt? Rechts, links? Wo willst du hin, du Idiot? Trockenes Holz. Oi. Da will's aber einer wissen. Er kann sich gar nicht laut genug bemerkbar machen. So, da haben wir wieder unser Blut. Keine Organe getroffen. Gerade eben. Finden wir jetzt die nächste Blutspur. Vielleicht liegt das Ungetüm ja irgendwo. Es
war jedenfalls ein kapitaler Hirsch irgendwie. Er hatte schon ein paar Stangen auf dem Schädel. So, nachladen. Nicht, dass uns hier ein Schwarzbär oder ein Himbär angreift und wir dann nicht zurückschießen können. Schon mit dieses Getrappel. Was ist das? Und ich bin auch schon fast am Boden zerstört, weil ich mir zwei kapitale Hirsche durch die Lappen gehen gelassen habe. Sagen wir so. Weil mir zwei kapitale Hirsche durch die Lappen gingen. So rum. Tja. Wat nu, Helga? Tja, Reinhold. Tja, Helga. Ja, Reinhold. Tja, Helga, wat nu? Ja, Reinhold, Helga, Reinhold, Helga. Ja, das ewige Reinhold-Helge-Spiel. Also, liebes Viehzeug. Bitte macht doch nur Spuren in die Richtung, wo ihr auch geht. Und wo ihr da wirklich seid. Alles andere könnt ihr euch sparen. Wenn ihr denkt, dass ihr Old Greenhorn in die Falle locken könnt, dann seid ihr falsch gewickelt. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ja. Er holt extrem weit aus mit dem Fernglas. Kann man eigentlich auch Vögel schießen? Kann man eigentlich auch welche beim Vögeln erschießen? Das habe ich nicht gesagt. Wer war das? Ich bin ein ernsthafter Jäger. Man erkennt es an meiner blauen Jägerskluft, die ich extra angezogen habe. Es ist die traditionelle Jagdbekleidung für Oberförster. Macht nicht viel her hier. Ziemlich wenig Action. Ich dachte, ich nehme mir die Knarre, latsche in den Wald, treff interessantes Getier und kill es. Kacke, alte Kacke. Blutspur. Ah. Da läuft doch was. Oh, direkt vor meiner Nase. Da gibt's eine Fuhre Schrot. Ja, mein. Gib. Er ballert hier rum, Alter. Als gäb's keinen Morgen. Aber hab ich... Schrot, Alter, ich hab mit Schrot geschossen. Das beeindruckt die überhaupt nicht. Muss doch hier... rumliegen jetzt hier. You'll find coyotes all over the reserve. Coyotes, Alter, halt die Backen. Das sind für mich Klohoten. But they can also get aggressive when alerted. So be careful. Ich habe das ganze Magazin auf ihn gefeuert, Sarge. Das ganze gottverdammte Magazin, aber nichts. Kein Blut. Das Ding stand einfach so da und hat mich angeguckt. Und dann war es wieder weg. Was war es? Ich kann es nicht sagen, Sir. Ich kann es nicht sagen. Ich habe so langsam die Faxen dicker. So, hier war doch irgendwo so ein Ausguck, so ein Hochsitz, ne Hochstand oder wie man das nennen mag. Da oben, genau, genau, da gehe ich hin. Da gehe ich jetzt hin. Die Nacht kündigt sich an. Ein Aussichtspunkt. Okay. Danke für die Information. Hebe es nicht hinweg.
So, die Nacht kündigt sich an. Und ja, wird Zeit für ein Nickerchen. Oh. Die gemeine Schleiereule kauzt in der Nacht. Man sagt ja, wenn der Kauz um Mitternacht schreit, dann ist jemand Bei diesem Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken herunter, aber ich habe eine Knarre. Would you look at that view? Never gets old, I'm telling you. From up here you can see a lot of great hunting spots in the area. Sind Stufe 2. Jagdprofil. Tiere, was? Tiere verschreckt. 139? Ich habe doch niemals 139 Tiere verschreckt. So viele gibt's gar nicht hier in dem Wald. Ihr Idioten. Wahrscheinlich zählen Ameisen auch dazu. Nichts kann man hier machen. Sich nicht mal ein Süppchen kochen. Na gut. So, aber wir bleiben hier. Wir machen jetzt Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Kann man das hier irgendwo speichern? Scheinbar nicht. Ja, dann und sag bis zum nächsten Mal. Tschüssi.